Hallo, hallo, hier Melema und willkommen zurück zu Kirby Night Entertainment. Wir haben hier in diesem Level irgendwo ein Geheimnis übersehen und ja, das wollen wir jetzt doch mal suchen. Ching. Level 6 brauchte man dann letztendlich den Hammer. Vielleicht tatsächlich mit Fireline, also erstmal kombinieren, Eis, naja. Vielleicht tatsächlich muss ich dafür Fireline verwenden. Oh, der jumpt voll auf mich drauf. Wie viel Schaden hat der gemacht damit? Verdammt. Ich komm, gib mir irgendwas mit Fernangriff. Schon wieder Eis. Mann. Eis hat gerade schon nicht funktioniert. Ah, nein! Ah. Oh, der Eisblock hat viel Schaden gemacht. Sehr gut. Sehr gut. Hier ist nichts. Ist auch nichts. Das hier geht gut. Ich frage mich echt gerade, wo soll ich das denn übersehen haben? Ein bisschen Angst vor dem Vieh. Okay, ich habe schon wieder übersehen. Ich habe aber noch eine Idee, wo es sein könnte. Na. Opa, und zwar hier direkt am Anfang. Hier unten. Da. Wie ich es mir gedacht habe. So, Feuer. Was gab's doch oder nicht? Okay, jetzt muss ich mir in irgendeinem Level Feuer holen. Da oben gab's bloß Schlafball. Vorherig. Im Notfall kann ich wieder ins erste Level rennen, aber. Hier gab's Schlafball. Was war denn da vorne? Mal gucken hier. Was war denn hier? Stein und Tornado, ach so. Hab ich hier den Stern schon frei? Nee. Ich habe sogar den Boss schon frei, Hammer. Ah, den mache ich erst, wenn ich das Level, ja, ich die Welt ansonsten fertig habe. Also ich reiß jetzt mal eben mit diesem Ding. Ich bin in Welt 4, aber reiß schon mal eben in Welt 3. Damit kann man mal schneller zwischen den Welten hin und her reisen, so. Treiber der Turm, das ist das Museum. Um irgendwas, das Feuer macht. Den Hammer brauche ich dann auch bald. Boah. Da, Museum. Danke. Laser macht das eigentlich auch, aber ja. Ich kann den Laser nicht auf den Boden schießen. Wahrscheinlich hat es doch geklappt. Ein Laser. Ah. Ja, legal. Super. Nächste. Habe ich die Folge damit beschäftigt, mir die zwei Geheimnisse dazu holen. Ich muss ja das eine Level nochmal komplett durchspielen für das Geheimnis. Boah. Na. Nein. Ich probiere es jetzt doch mal mit Laser aus. Ich hab den Laser nicht.
Hier vielleicht irgendwas drin. Ach, hier war Feuer drin. Hier nehmen wir zuerst Sprung. Zerstört das Ding hier und dann hole ich. Ah! Dann hole ich mir Feuer. Und lauf zurück und Fluch zurück. Bam! So! Schalter! Danke! So, jetzt probiere ich aus, ob das so geht. Sehr gut. Jetzt muss ich irgendwo zurückrennen und mir einen Hammer holen. Ich weiß auch schon genau wo. Level 4, Level 3. Ah, hier gab's den, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob es ihn hier war, aber ich glaube, wie gesagt, das Ding. Mann, das ist so übel. Ich glaube, wie gesagt, das Ding hier gab. Das Spiel ist doch übel, ey. Das macht mich so ein bisschen kaputt. Ja. Goldener Frosch. Wieder hier. Nochmal. Ich hoffe, dass den hier gab, den Hammer. Mit dem Stein geht's nämlich nicht, weil das Ding war ja unter Wasser. Ich glaube, ich bin falsch. Ich bin mir nicht sicher. Dem Stein geht's nicht, denn das Ding war ja unter Wasser. Ja, ich bin, denke ich, schon falsch. Weil das Ding unter Wasser ist, kann ich den Stein nicht aktivieren. Ja, diesmal weiß ich, dass rechtes Leben ist. Boah! Ja, okay, nochmal das in dem Level daneben. Egal, von den Leben her hat sich, glaube ich, nichts verändert. Was will er mit runter? Hm. Einfach durchfliegen. Pfeif auf Gegner. Na. Ja, du Viech. So. Frost läuft das ganze Ding hier. Ich bin nämlich ein Eisklotz ins Gesicht. Ins Gesicht, da ist der Hammer. Kommt sich wieder sonst wo rum. Uah. Es gibt bestimmt auch irgendwo bei diesen Kämpfen um Spezialpower und Max-Automatik gibt es bestimmt auch irgendwo so ein Hammerbogen. Mit den Elfenohren. Au! Toll! Das ist eigentlich minimal merklich, dass ich diesen Gegner nicht mag. Ich mag ihn wirklich nicht. So, ich hoffe, ich krieg das extra Leben. Ne, ich kriege natürlich nicht. Ich habe gerade ein bisschen wenig zu erzählen, aber das ist ja eigentlich egal. Fliegen, nächsten. Ich denke, ich werde den Hammer sowieso sofort wieder verlieren. Kriegsverlieren. Der OSAP-Dozent fehlt mir immer noch. So, die nächste wird so.
Da oben gab es, glaube ich, eine Maxi. Ja, die ist wahrscheinlich jetzt weg. Oh Gott, da waren einfach zu viele Gegner. Mann, Mann. Was ist hier? Ja! Ah, wenigstens ist das Spiel so fair. Ja, ernsthaft, wenigstens ist das Spiel so fair. Ah, das ist ja perfekte Voraussetzung, die man hier kriegt, um in das Level zu gehen. Hammer und gleich die Maxi-Tomate dazu. Diesmal töte ich die aber. Boah! Boah! Alter! Da habe ich gerade wieder ewig lang nichts gesagt, aber habe ich jetzt gerade, wie gesagt, einfach wieder konzentriert, dass ich zum Beispiel sowas hier nicht töte. Gleich habe ich es. Also das hier geht nämlich mit dem Stein nicht. So, okay. Komm, der Boss geht noch in das Video rein. Zack. Oh, danke. Danke, Spiel. Jidling, ding, ding. Magst du mal die Bäume nicht? Ich kann das so beenden. So, den Boss mache ich jetzt noch. Da braucht man im Übrigen unbedingt ein Ding. Eine Fähigkeit. Er schießt ab und zu so eine Raketen. Die Raketen beherbergen Fähigkeiten. Zum Beispiel die gelbe Rakete, die beherbergt, glaube ich, den Hammer. Die rote Rakete, das ist eine Falle, die tötet einen. So, und man kann hier auch sterben, indem man einfach runterfällt. So, Sternstab, Splitter, Teil. So, Osaf Ozean, da ist er. Zack. Nein, wie witzig. Okay, dann danke ich fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Part, wenn es heißt Kirby Nightmare Dream. Bis dann.